So, dann herzlich willkommen zurück zum JFD Live Trading Desktop. Hatte schon gerade wieder eine Rückkopplung. Aber gut. Risikohinweis ist jedem bekannt. Meine Analysen stellen nur meine eigene Meinung dar. So, dann kommen wir auch direkt zu den US-Index. Fangen wir kurz beim Dow Jones Index an. Heute Morgen habe ich ja noch erwähnt, dass es theoretisch direkt hier hochgehen könnte oder eben über Umwege. Aber hier ist auch noch ein Ziel, auf jeden Fall ein neues Hoch. Das sieht man im Stundenchart sehr gut. War eingeplant. Aktuell haben die US-Futures deutlich angezogen. Und schauen wir mal, wo sie jetzt schon stehen. Wir haben hier eine mögliche Aufwärtsbewegung eben schon begonnen, um das Ziel hier zu erreichen bei etwa 17.650. Also im Idealfall würde sich diese Bewegung noch an das Hoch fortsetzen, kleiner Rücksetzer, und dann hier, dann wäre eine fertige Welle 5 fertig. Andernfalls, wenn es hier eben kein neues Hoch sich ergeben sollte in den nächsten Stunden und beziehungsweise eben auch vor dem Protokoll um 20 Uhr, dann könnte es eben auch hier nochmal runtergehen und von dort aus dann diese Bewegung machen. Bei den Korrekturen ist halt der Weg nicht ganz klar. Das Ziel sollte wirklich auch in dieser Woche noch eben dann die 17.650 sein. Das verhält sich im Nasdaq im Prinzip ähnlich. Hier hat er jetzt eben auch noch nicht das Hoch rausgenommen, aber er könnte direkt oder über einen kleinen Umweg, über ein neues Verlaufstief, diese Marke von 4.615 erreichen. Deutlich höher sehe ich im Moment die US-Indizes nicht, aber wer weiß, was um 20 Uhr eben entschieden wird. Dann habe ich noch ein paar Setups von Aktien bzw. Indizes mitgebracht. Zuerst mal kurz das Nikkei-Setup. Da jetzt aber die Futures wieder höher stehen, wird sozusagen die 19.600 höchstwahrscheinlich morgen im Tagesverlauf eben nicht erreicht. Also bleibt dann erstmal weiter eben die 20.000er Marke auf dem Fahrplan stehen. Also das Setup wird nur aktiviert, wenn er in der Session von Japan, also im asiatischen Handel, diese Marke unterschritten wird, könnte es eben diesen Verlauf nehmen. Bei einigen Aktien, die eben auch schon auf dem Godmore Trader waren, eben als Analysen, war die Erling Klinger Aktie, konnte sich eben hier schön an dem Aufwärtstrend und an dem EMA 38 absetzen und könnte eben diesen Verlauf nehmen. Ist auch einer, der ja komplett im Trend, also ist zwar der langfristige Trend, ist natürlich abwärts gerichtet, aber hier kurzfristig hat sich schönes Momentum gebildet. Neu, die kommt eben erst noch später, aber da läuft jetzt eben gerade der Kurs weg. Nachher ist der Kurs vielleicht schon an den 14,80 rangelaufen, bevor die Analyse überhaupt veröffentlicht wird. Hier ist ein sehr spekulatives Bottom-Fishing-Setup dargestellt, dass eben hier dreimal der Wert an der Unterstützung, an der 13-Euro-Marke, eben abgeprallt ist und jeweils gab es dann eine deutlichere Kurserholung. Und hier ist eben auch erstmal nur der EMA 38 für mich das Ziel. Bei der Trillisch-Aktie, die hatte ich eben auf dem Godmode damals vorgestellt, wegen diesen schrecklichen, sag ich mal, oder bärischen Wochenkerzen. Es hat sich tatsächlich dann eben nach unten aufgelöst.
Ich schalte nochmal kurz hier im Wochenchart. Und wie man eben auch schön erkennt, das Ziel 41 Euro war der EMA 38, auch hier im Tageschart das Ziel. Und siehe da, das heutige Tief lag eben um knapp 10 Cent drüber. Aktuell, ja. Aktuell stehen wir wieder, oder stehen wir knapp an der 42 Euro Marke. Und hier könnte man, ja, spekulativ natürlich jetzt wieder auf ein Pullback bis 45, 46 setzen. Also die Marken haben eben meistens schon auch Aussagekraft, dass sie eben hier einen Wendepunkt ergeben könnten. Müsste man aber schon jetzt im Tag oder auch im 4-Stunden-Chart etwa auf eine Umkehrkerze, Hammer, ist jetzt hier jetzt nicht ganz eindeutig. Hier sieht man ja noch, dass der Abwärtstrend auch kurzfristig komplett intakt ist. Also ist hier immer noch Vorsicht zu genießen, aber vom allgemeinen Setup hier EMA 200 im Tageschart kann man hier die Gegenrichtung spielen. Diese Aktie GFT Technologies hat sich jetzt hier leicht von dem Doji verabschiedet. Hier gab es eben auch eine Hammerkerze im Aufwärtstrend plus eben eine Doji-Kerze, die aktuell jetzt noch nicht eine Doji mehr ist im Wochenchart. Aber hier könnte es auch ein bisschen abwärts gehen und alles entscheidend wird dann sein, ob der Aufwärtstrend hier verteidigt wird oder ob wir einen größeren Rücksetzer an die 24 Euro Marke erleben werden. Und von dort aus wäre es wieder ein schönes Buy-Szenario. So, dann habe ich die Trillisch, Nickel, Carbon, ja, dann habe ich eigentlich alle, die mir auf die Schnelle eingefallen sind, die gut laufen könnten, vorgestellt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen, hören uns morgen. Danke.